Herzlich willkommen auf dem Pflichtsender, heute zur zweiten Folge der Reihe Geld verdienen im Internet mit dem Thema Textbroker.de. Textbroker.de ist eine Börse für Texte, die man dort als Autor einstellen kann und die dann von Kunden gekauft werden. Also insgesamt läuft das so ab, dass ein Kunde einen Auftrag einstellt, dann sehen sich alle Autoren an, welche Aufträge sie denn haben wollen, nehmen diese Aufträge an, bearbeiten diese innerhalb von 2 bis 3 Tagen und schicken diese dann an die Kunden. In der Mitte steht textbroker.de, die selbst eine Qualitätssicherung betreiben und auch einen gewissen Anteil der Bezahlung der Autoren für sich selbst einbehalten. Die Anmeldung ist ganz einfach. Man muss hier einfach nur als Kunde sich entweder anmelden oder als Autor. Als Autor geht ihr auf textbroker.de, dann unter Autoren, könnt ihr einfach runterfahren bei Informationen und hier jetzt kostenlos anmelden drücken. Zuerst müsst ihr dann allerdings einen Beispieltext, der ungefähr 200 Zeichen hat, schreiben und einsenden und dieser wird dann erst einmal bewertet. Und dann bekommt ihr eine Bewertung. Entweder bekommt ihr 2 Sterne, 3 Sterne, 4 Sterne oder 5 Sterne. Und je nachdem, wie ihr bewertet wurdet, werdet ihr dann in der Lage sein, Aufträge anzunehmen auf dem Level von 2 Sternen, 3 Sternen, 4 Sternen oder 5 Sternen. Ich habe selbst bei meiner Bewertung 3 Sterne bekommen. Und ich habe im Internet gelesen, dass die Leute entweder 3 oder 4 Sterne bekommen in der Regel. Ich vermute, dass entweder andere Leute einfach nichts dazu schreiben oder dass es selten ist, dass man 2 oder 5 Sterne bekommt. Und ihr könnt hier schon sehen, eine Auszahlung pro Wort von 0,7 Cent, 0,9 Cent, 1,2 oder 4 Cent. Das heißt, hier in diesem Bereich bis zu 4 Sternen verdient man pro 500 Wörter bis zu 6 Euro und erst bei 5 Sternen verdient man dann 20 Euro pro 500 Wörter. Warum das viel oder wenig ist, werde ich später erklären. Jetzt geht's erstmal weiter und zwar zum Portal selbst. Hier habe ich einfach mal die Seite aufgemacht. Hier sieht man dann die Aufträge, die man annehmen kann und hier gibt's dann in den verschiedenen Kategorien, die Aufträge und ich bin jetzt als Autor eingeloggt. Ich kann also jetzt hier 2-Sterne-Aufträge auswählen, da seht ihr, gibt es nicht so viele und 3-Sterne-Aufträge gibt es auch nicht so viele. Wenn ich jetzt 4 Sterne hätte, könnte ich von diesen Aufträgen auswählen und die bearbeiten und von 5 Sternen, wenn ich dann auch für 5 freigeschaltet werden würde. Ich selbst habe jetzt also schon Aufträge bearbeitet, die werden dann eingeschickt an den Kunden oder zurückgeschickt an den Kunden und auch vom Portal selbst von textbroker.de bewertet. Und dann geht es halt darum, macht man Kommafehler oder nicht, schreibt man Wörter falsch, macht man Rechtschreibfehler, ist der Stil in Ordnung und je nachdem bekommt man dann eine gute oder schlechte Bewertung und rutscht dann entweder in die niedrigere Sektion ab oder man wird aufgewertet. Und wenn man hier jetzt drauf klickt, was ich nicht tun werde, weil diese Informationen sind dann sollten wahrscheinlich eher geheim bleiben, weil das sind ja auch Kunden, die vielleicht nicht in der Öffentlichkeit wollen, dass jeder weiß, dass sie die Texte von anderen schreiben lassen. Dann sieht man dann, was der Kunde will und auch welchen Preis für einen Text bezahlt wird. Das Problem ist dabei, dass eigentlich in der Kategorie 2 und 3 normalerweise Texte von einer Größe von 200 bis 500 Wörtern verlangt werden und dafür verdient man 2 bis 3 Euro. Die Bearbeitungszeit aber ist meiner, also zumindest mit meiner Geschwindigkeit ist da 15 bis 20 Minuten. Und das bedeutet, dass man in einer Stunde damit, also ich zumindest, nur 6 Euro einnehmen kann. Auch mit 4 Sternen wird man nicht viel mehr bezahlt, deswegen selbst wenn ich jetzt 4 Sterne hätte, würde sich da nicht viel ändern. Eigentlich nur für diejenigen unter euch, die sich anmelden, diesen Beispieltext einschicken und dann in die Kategorie 5 sofort reinkommen oder schon angemeldet sind und dann wirklich
so gut sind, dass sie sehr schnell aufgewertet werden. Nur für diejenigen lohnt es sich eigentlich. Dabei finde ich, dass meiner Ansicht nach das Level, das erwartet wird von den Autoren, ist relativ hoch. Also ich habe zum Beispiel, mein erster Beitrag wurde bewertet, mein erster Auftrag. Und ich habe zwei Kommafehler falsch gemacht und dann habe ich eben zwei, drei Sterne bekommen. Also in einem 300, 400 Zeichen Auftrag, zwei Kommafehler ist schlecht. Das ist grauenhaft und damit wird man auf keinen Fall in diese Kategorie reinkommen. Das heißt, meiner Ansicht nach lohnt sich textbroker.de für Leute, die sehr gut Deutsch schreiben können. Für die lohnt sich das auf jeden Fall. Für diejenigen unter euch, die eher hin und wieder mal einen Schreibfehler einbauen oder prinzipiell länger brauchen, um Texte zu schreiben, ihr werdet hier wahrscheinlich nicht viel mehr als 3, 4 bis 6 Euro pro Stunde verdienen können. Aber das ist ja auch so gewollt, weil auf der anderen Seite sind auch wieder die Kunden und die wollen auch wieder billige und sehr gute Texte haben. Und anscheinend, so zumindest mein Eindruck, gibt es sehr viele Leute, die hier gerne Autoren sein würden und eben auch nur relativ wenige Aufträge für diese. Deswegen sind die Preise hier auch relativ niedrig. Wenn man dann auf andere Internetseiten geht, so Ciao und DoYou, dann kann man erkennen, dass Textbroker in der Regel gut bewertet wird. Nur lustigerweise sind die meisten dieser Bewertungen von den Kunden, die eben diese das Texteschreiben beauftragen. Also es sind nicht die Autoren, die normalerweise die besten Bewertungen abgeben, sondern die Kunden. Das heißt, eigentlich sollte man Textbroker auch noch von der anderen Seite betrachten. Wenn man jetzt billig geschriebene Texte will, dann lohnt es sich sehr, sich bei textbroker.de anzumelden und diese hier in Auftrag zu geben. Warum man nur so wenig Aufträge pro Stunde abarbeiten kann, liegt daran, dass die Aufträge oft sehr komplex gestellt werden. Das heißt, es wird vorgegeben, du musst diese Wörter im Text haben, diese fünf Wörter, die müssen alle zweimal vorkommen. Oder es gibt einfach, der Auftrag ist dergestalt, dass der Auftrag selbst schon 500 Wörter lang ist oder 1000 Wörter lang ist, man diese erstmal alle lesen muss und verstehen, um was es geht, und man da schon 5 bis 10 Minuten Zeit verliert, bevor man überhaupt mit dem Textschreiben anfangen kann. Also wie gesagt, das große Geld kann hier eigentlich nur derjenige erwarten, der exzellente Deutschkenntnisse hat, wobei derjenige als richtiger Autor dann vermutlich sowieso oder als Lektor vielmehr wahrscheinlich selbst viel mehr Geld verdienen kann. Ich habe auch geguckt, welche Leute von textbroker.de beschäftigt werden, und es ist schon so, dass diejenigen, die die Texte bewerten, auch wirklich Germanistik zum Beispiel studiert haben und durchaus auch in der Lage sind, Fehler richtig zu erkennen. Also in der Hinsicht ist diese Seite sehr professionell, nur ihr müsst euch einfach darüber im Klaren sein, dass der Gewinn, den ihr hier machen könnt, extrem von eurer Leistungsfähigkeit und von euren Deutschkenntnissen abhängig ist. Das war's auch schon wieder mit dem Pflichtsender und heute der zweiten Folge der Reihe Geld verdienen im Internet. Und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn ihr wieder einschaltet.